Wind auf hoher See, volles Fass voraus. Walter ist hier ganz in seiner Matrosenrolle aufgegangen, wie ihr seht. Das ist cool. Also Walter, wenn du jetzt so schön von mittendrin bist, lad doch mal ein paar Fässer auf dein Schiff auf. Ich habe hier ein tolles Schiffsdeck, habt ihr das schon gesehen. Ein lila Fass? Ein lila Fass. Und lad es mal so irgendwo an die Spitze auf. Also ganz vorne? Ja, vorne. Und dann noch ein orangenes Fass. Das machst du irgendwo an die andere Seite von deinem Deck. Hinten ein bisschen so. Ja, genau. Gut. So. Sieht doch schön aus. Ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, so kannst du vielleicht gewinnen. Ja. Da sind wir auf einer Wellenlänge, wenn du das sagst. Wir spielen hier volles Fass voraus. Ja, ein Familienspiel für 2 bis 4 Spieler, die ungefähr 10 Jahre aufwärts sein sollten und 40 Minuten spielen. Genau. Mhm. Und was wollen wir tun? Wir wollen taktisch klug handeln und die meisten Dublonen verdienen. Genau, viele Dublonen gibt es dafür, dass wir Fässer aufladen, die möglichst wenig kosten, am besten gar nichts, und wieder abladen woanders. Und da dürfen sie ganz viel kosten. Ja, denn wir fahren mit Schiffen von Hafen zu Hafen und an diesen Hafen können wir entweder Fässer kaufen oder verkaufen oder auch noch andere Aktionen ausführen. Genau, wie ihr seht, hat jeder Hafen 4 Anlegestellen zur Auswahl. Und wer dran ist, sucht sich dann im nächsten Hafen eben eine von diesen Anlegestellen aus. Ja. Die Anlegestellen geben eine Aktion. Da kann man Fässer aufladen oder auch Fässer abladen. Und das kann man mehr oder weniger billig machen. Anfang tut dessen Schiff am weitesten im Westen steht. Wir haben hier auch noch mal so eine Windrose drauf. Da sieht man das sehr gut, ne? Der am weitesten im Westen das ist befindliche in diesem Fall der Steuermann Grüne ist der Grüne. Spieler. Mhm. Der grüne Spieler, der würde sich jetzt überlegen, wo ziehe ich denn hin? Sucht sich was ich aus. Ich verkaufe jetzt mal 2 Fässer. Ja. Moment, also um genau zu sein, ein Fass für 2 Dublonen. Ein Fass für 2 Dublonen. Das sieht man hier. Das macht jetzt der Grüne. Den haben wir da drüben mal aufgebaut mit seinem Schiffsdeck. So, der darf jetzt ein Fass verkaufen. Ein naturfarbenes. Dieses Fass dürfte er verkaufen, denn das kann er in gerader Linie vom Deck abladen. Dieses Fass dürfte er nicht verkaufen, denn das wird in gerader Linie von dem orangenen Fass, das quer davor steht, blockiert. Ja, genau. Also wir haben eine richtig physikalische Betrachtung hier. Ne? Welches Fass flutscht von Deck und wo haben wir uns zugebaut. Nächster Spieler, wir spielen weiter vom Westen nach Osten. Wer ist jetzt du? Ich möchte auch ein Fass verkaufen. Bis dahin. Aha. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt ist der Blaue dran, das bin ich. Und ich habe zur Auswahl, hier drüben könnte ich Matrosen holen. Oder hier kriege ich ein Fass und einen Matrosen, muss aber eine Dublone dafür zahlen. Finde ich trotzdem ganz attraktiv, beides zu bekommen. Also ein Fass, für das ich jetzt eine Dublone bezahle. Dieses Fass hole ich mir, stelle es mir hier irgendwo hin. Mhm. Und dann noch einen Matrosen. Matrosen gibt es hier, ganz verschiedene. Hier haben wir auch schon welche hingelegt. So, dieser Matrose zum Beispiel, der erlaubt es mir, immer dann, wenn ich ein orangenes Fass verkaufe, eine Dublone mehr in mein Säcklein zu stecken. Ja? Somit haben die Matrosen eben verschiedene Funktionen, die uns im Spiel weiterhelfen. Genau. Habe ich mal so einen Matrosen angeheuert, habe ich den auch das ganze Spiel über, den verliere ich nicht mehr. Also viele Matrosen zu haben ist toll. Und ihr seht schon, es sind so viele tolle Anlegestellen, dass ich eigentlich überall hin will. Und die tollsten sind im Osten. Aber vom Osten komme ich wieder ganz spät erst weg zum nächsten Hafen. Und da bin ich ständig im Dilemma. Also muss ich auch immer schön vorausschauend spielen und sagen, im Hafen danach, was ist denn da für ein Feld? Ist da vielleicht eins, das irgendwie total doof ist für mich oder ist total gut? Und deswegen muss ich jetzt dann in dem nächsten Hafen erstmal ein Feld wählen, das für mich nicht so toll ist. So ist es. Und da kann man kurz mal drauf eingehen, ist es ganz clever. Diese Spielfelder hier, diese Häfen, die sind modular. Das heißt, man kann die umstecken. Vor jedem Spiel kriegen die eine andere Position. Und damit sieht auch meine Planung für diesen Spielablauf jedes Mal völlig anders aus. Genau, ne? Das ist ziemlich tricky. Und damit kann ich jedes Mal neu überlegen, welche Anlegestellen sind denn die tollen. Ja, so spielen wir weiter, bis wir irgendwann mal im Zielhafen angekommen sind. Ne? Genau, was haben wir noch? Wir haben auch noch Schatzkarten, die seht ihr zum Beispiel hier. Ganz wichtig. Das sind die Karten hier drüben. Ja. Die wollen wir auch sammeln. Und wer am meisten verschiedene Schatzkarten hat, der kriegt auch noch mal mehr Dublonen. Genau, also auch das noch. Tolle Fässer, manchmal umsonst, manchmal ganz toll zum Verkaufen. Super Matrosen, die mir helfen. Und auch noch Schatzkarten. Ja, wofür soll ich mich da bei jedem Spielzug entscheiden? So, Walter, und jetzt
Versuch doch mal dein lila Fass an. Dass du mir am Anfang gesagt hast, ich soll das da hinstellen. Mhm. Ja. Mhm. Habe ich den Vorschlag gemacht. Ja, abladen. Ja. Und dann, also ich sehe schon beim Spielstand, wenn ich das ablade hier, gerade so wie es aussieht, könnte ich ja dich dann noch überholen mit meinen Duplonen, dann gewinne ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ich lade jetzt mal das Fass ab. Ja, mach mal. Ja, das Orangene ist aber hier im Weg. Funktioniert das gar nicht? Nein, du hast gesagt, ich soll das Orangene hier hinstellen. Und tja, dann hättest du wohl mal besser deine Fässer aufgeladen. Du hast es vorgeschlagen. Tja, dann hast du wohl Pech und ich habe gewonnen.